Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13, die Demo-Version. Im letzten Part haben wir mit Borussia Dortmund gegen Juventus Turin ein sehr spannendes Spiel abgeliefert. Könnt ihr euch anschauen, den letzten Part. Und in diesem Part werden wir versuchen, mit Arsenal London gegen die Scheich-Truppe von Man City zu bestehen. Wir spielen auf Weltklasse, 3 Minuten und diesmal regnet es mal. Okay, dann legen wir los. Ja, Man City natürlich absoluter Favorit hier. Stärkste Team in der Demo-Version. Ja, und dann werden wir schauen, vielleicht können wir was reißen im englischen Duell hier. Fast. Okay, was gibt's zu erzählen? Nicht viel. Wenn ihr das Video seht, dann wird in knapp einer Woche wird dann die Vollversion rauskommen von FIFA 13. Die werde ich dann Let's Playen ab dem 27. September. Mann, Jamie, wir schlauern endlich los. Und da sind wir im Etihad Stadion, im Stadion von Man City. Arsenal London gegen Man City. Teams laufen ein, sind hier englische Teams unter sich. Giroud, ja, der Neuzugang, unter anderem auch Lukas Podolski bei Arsenal London. Und dann legen wir los. Man City, natürlich, das ist hier nicht leicht. Also ich rechne jetzt mal nicht mit dem Sieg. Ah, mal schauen, Giroud hier auf der linken Seite und sofort gedoppelt von Man City. Mülcher. Aber Man City fängt den Ball gut ab. Ja, und ich würde ja auch in meinem Let's Play FIFA 13, also der Vollversion, die was am 27. September erscheinen wird, würde ja auch Let's Play nehmen. Und ich würde es dann so machen, dass ich beim Let's Play immer über die aktuellen Ergebnisse vom, also von der echten Bundesliga und so, von den ganzen Ligen erzählen werde. Freistoß Man City. Und momentan, also Cristiano Ronaldo war ja unzufrieden bei Real. Der war unglücklich und jetzt verdient er 16 Millionen Euro. Wir haben ausgerechnet, das sind 1800 Euro in der Stunde, was der an Kohle kriegt. Wow, Respekt. Das verdient man hier nicht mal in einem Monat. Also. Schön gespielt und nur den Pfosten getroffen. Schade. Und seitdem er die Kohle kriegt, die 16 Millionen, ist irgendwie Real nicht gut, weil die sind, wirklich muss man sagen, mit einer Krise in die neue Liga, in die neue Saison gestartet. Nach 4 Spieltagen hat Barcelona 12 Punkte, also 4, nee. Doch, 12 Punkte. Und da ganz locker durchmarschiert. Was war da los? David Silva. Der Verteidiger schaut schlecht aus. Und hier ganz locker. Schwach gemacht von von Arsenal London. Da hatten sie ihn nicht unter Kontrolle. Ja, auf jeden Fall. Real Madrid ja momentan in der Krise. Die haben aus 4 Spielen nur 4 Punkte geholt. Die liegen jetzt schon 8 Punkte hinter Barcelona zurück. Und ja, man kann schon fast sagen, das war's dann mit dem Meistertitel. Wundert mich eigentlich, dass die so schwach sind, weil in der letzten Saison sind die doch gut abgegangen. Und die haben sich auch verstärkt mit Luka Modric. Einer von meinen Lieblingsspielern, Luka Modric. Finde ich scheiße, dass der zu Real gegangen ist. Und was ist hier los? Man City zerlegt hier die Arsenal, Jungs. Die Gunners werden hier schon vorgeführt. Dzeko, 2-0 Man City. Hier, die Abwehr Mertesacker ganz schlecht. Und dann hier noch 2 Stück durch. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Aber vielleicht schafft der Arsenal hier noch dran zu kommen, irgendwie gegen die Millionentruppe von Man City. Podolski jetzt vielleicht mal. Podolski setzt sich durch, könnte reinziehen, zieht ab und den hält er. Joe Hart hält diesen Ball überragend.
Mateta bringt die Ecke rein. Mertesacker ist noch groß. Kommt aber nicht hin. Aber Arsenal bleibt weiter im Ballbesitz. Wilshere. Cervinho ist durch, muss abziehen, fällt, aber es gibt keinen Elfmeter. Es gibt ein Uhr für Arsenal, ja, das sind viele blaue. Das steht im Abseits. Arsenal belagert hier den Strafraum von Man City, Sanja. Der ist ja, glaube ich, auch gewechselt zu. So, wir müssen der gewechselt, oder? Täusche ich mich jetzt da. Ich glaube, der ist zu Barcelona gewechselt. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, falls ich mich irre. Und wir dachten, der ist im letzten Moment nur zum FC Barcelona gewechselt. Mann, spiele ich halt wieder schlecht. Barcelona kommt hier nicht rein ins Spiel. Mertesacker mit der Grätsche bringt da nicht viel. Man City bleibt weiter im Ballbesitz. Sie greifen an, aber hier Podolski. Ne, Wilshere war das. Wilshere. Kann hier den Angriff erstmal abblocken mit einem Foul. Arshavin, aber es ist Halbzeit. 2 zu 0 für Man City. Oh ja. Sowas habe ich schon erwartet, aber. Ich dachte, vielleicht kann man es ja vermeiden, weil Man City hat hier wirklich die Übertruppe hoch 10. Ja, hier nochmal der Pfostenschuss, der hätte eigentlich sitzen können. Dann hier das erste Tor von Man City, ganz schwach gemacht von der Abwehr, stark gemacht von David Silva. Und hier Dzeko kommt da ganz locker durch und verwandelt eiskalt. Obwohl wir mehr vom Spiel hatten, führt Man City. Sie hatten zwei Schüsse und die haben beide eben gesessen. Und bei uns wäre der Pfosten oder der Torwart im Weg. Aber die Gunners kommen. Nicht. Man City kommt. Auf dem Weg zum 3:0. Fragezeichen. Die kommt gut, aber Mertesacker kann zum Glück klären hier. Und er geht vorbei. Ja, wie gesagt, am 27. September kommt mein Let's Play zum diesem Spiel. Da werde ich mit Bayern Manager Modus machen. Ja, ich weiß, scheiß Bayern, deswegen würde ich jetzt 20 Stück wahrscheinlich nicht einschalten bei dem Let's Play dann. Die wollen dann haten, Daumen runter, ja, danke. Und jetzt ganz frei und er kann ihn halten. Man City wechselt, Milner geht raus. Jetzt kommt Rassack. Was ist denn das? Rassack. Sagt mir jetzt gar nichts, keine Ahnung. Die Ecke kommt, geht aber vorbei am Tor. So, Arsenal, halbe Stunde haben die Jungs nur Zeit, hier zumindest ein Tor zu schießen. Giroud, Podolski. Cervinho. Jetzt wieder mal schön gespielt. Schade. Wilshere kann hier den Ball nicht ganz behaupten. Und deswegen gleich leider wieder der Ballverlust. Jetzt Man City. Oh, ganz stark aussteigen lassen. Also bei mir leckt hier gerade derb rum. Ich weiß nicht warum. Jetzt runter Wilshere. War der im Abseits? Nein. Aber das sind zu viele Blaue. Er versucht es alleine. Kommt nicht durch. Arteta kommt auch nicht dran, schade. Somit Man City wieder im Ballbesitz. Ja, ich werde eben 5 Parts von der Demo aufnehmen, damit ich mit jedem Team mal gespielt habe. Und wir sind hier beim 3. Part, wenn ihr das seht. Die nächsten beiden würden dann eben noch mit, wie muss ich noch spielen, mit Juventus Turin muss ich noch spielen und mit Borussia, nee, mit Man City eben dann noch. Und jetzt Giroud ist durch, schöner Lupfer, zu kurz, der hält ihn. Schade, das wäre so ein schönes Tor gewesen, der Lupfer, aber sollte nicht sein.
Man City wechselt nochmal und jetzt die Ecke. Kommt, aber nicht gut genug. Schavin kommt dem nicht hinterher und jetzt ist es relativ offen, weil die Abwehr da scheiße baut, aber Wilshere ist da und kann zum Glück klären. Nochmal ein Angriff von Arsenal. Die waren jetzt... Ja, der hätte jetzt eigentlich schon reingehen können, der Lupfer, aber leider nicht. Podolski, wo ist jemand? Wo bietet sich jemand an? Und Giroud, zurück zu Podolski. Wilshere. Arteta, schade, aber sie kriegen ihn nochmal, aber Podolski verliert ihn auch gleich wieder. Kein guter Tag für die Gunners heute, aber Man City ist eben ein sehr starkes Team. Und damit ist es aus, das Spiel. AC London verliert gegen Manchester City mit 0:2. Tore von David Silva und Edin Dzeko. Hätte auch anders ausgehen können, muss man sagen, weil die Chancen waren da auf Seiten der Gunners und ja, sie haben nur die Tore nicht gemacht. Zum einen hat eben Man City einen guten Torwart gehabt. Den Lupfer sehen wir den vielleicht auch noch. Da hier, da hält er wieder Joe Hart. Ne, den Lupfer zeigen es leider nicht in der Wiederholung. Ja, auf jeden Fall. Mann des Spiels war Joe Hart, ja, habe ich mir fast gedacht. Bei uns als Podolski. Ja, dann sage ich, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, sonstiges, ich habe am Ton ein bisschen rumgeschraubt, ob der besser ist oder schlechter, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr auf keinen Fall das FIFA 13 Let's Play von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch abonnieren. Also, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.